Genug. Ihr bedrängt mich nun schon 3 Straßen lang, Fremder. Versprecht ihr mir, nicht weiter zu insistieren und mich meinem Lamento zu überlassen, so will ich euch Red und Antwort stehen. Ihr Sie. Sollt wissen, warum ein Toter durch die Gassen Valencias reitet. Oh. Seht ihr die Burg dort auf dem Hügel? Ja, einst Monsieur. Lebte dort Rodrigo Diaz, den Mauren wie Christen El Cid nennen. Dies stammt von dem arabischen Wort Said ab, das Herr bedeutet. Er ist der größte Mann, der je gelebt. Ah, sie, sie. Der Cid war Ritter, treuer Lehnsmann eines der alten Könige Spaniens. Als der alte König starb, wurde sein Reich zwischen seinen Söhnen Sancho und Alfonso aufgeteilt. König Sancho regierte Kastilien, ein vom Wind gepeitschtes ödes Land. Der Cid diente weiterhin Kastilien und seinem neuen König, wie seine Pflicht es ihm gebot. Der listige Alfonso herrschte über Leon, machte aber keinen Hehl daraus, dass er König des ganzen christlichen Spaniens werden wollte. Bald herrschte offener Krieg zwischen Kastilien und Leon. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung war die Schlacht von Golpijera, in der Cid versuchte, den heimtückischen Alfonso gefangen zu nehmen. Okay, höre ich mal auf, wannabe Spanier zu sein und fang an zu spielen. Hinweise, El Cid kann noch nicht zur Imperialzeit voranschreiten. Keine Triboke! Aber egal. Einige Leute in Kastilien dürfen sich selbst oder ihre Häuser dem christmatischen El Cid verpflichten, wenn sie ihm... Okay, bla bla. I don't care. Ach, es ist doch Wayne. Seid willkommen, Rodrigo. Mit eurer Ankunft kann das Turnier beginnen. So. Bezwingt meinen Elitekämpfer im Kampf, Rodrigo Diaz de Vivar. Und der Befehl über meine Truppen sei euer. Das Turnier soll beginnen. Lasst ihn antreten. Du liebe Güte, er nun wieder. Shit, Moment. Okay, sorry, das war nur mein Skype-Sound. Aber er hat auch recht. Du liebe Güte, er nun wieder. Naja, gut. Jetzt bin ich erstmal wieder zurück nach meiner kleinen Pause, wo meine Videolänge gesperrt wurde und mein dieser Zweihandschwertkämpfer auch mal stirbt. Mit eurer Erlaubnis, mein König, werde ich mich dem Cid stellen. Naja, ihr wollt ihm euch zu Pferde stellen und er zu Fuß? Das werde ich nicht zulassen. Jedoch, wenn er es wünscht, habe ich ein Pferd für Rodrigo in meinem Stall. Nee, ich wünsche es nicht. Tschüss. Rodrigo? Na gut, ich lasse mich überreden. Die Stute Bavieca stammt aus den angesehenen königlichen Stallungen in Sevilla. Oh, Sevilla. Hallo. Oh, wie wir wissen, ist El Cid auf einem Pferd ein Dorfbewohner. Eindeutig. Welch prächtiger Anblick. Und nun, frisch ans Werk. Na gut, das ist cool. Ich freue mich auch schon richtig, weil ich habe in der Zwischenzeit in diesen 2 Monaten, knapp 2 Monate, ja doch 2 Monate, wo ich keine Videos geuploadet habe, viel Age of Empire gespielt. Online, also heißt, ich habe ein bisschen geübt. Rodrigo Diaz de Vivar, ja! Der Cid. Rodrigo Diaz de Vivar. Was? De Vivar. Ich bin froh, dass ihr siegreich wart. Keinem anderen möchte ich diese wichtige Aufgabe anvertrauen. Rodrigo. Ihr habt von meinem Bruder Alfonso gehört. Bruder. Sicher wisst ihr auch um seinen Ehrgeiz, ganz Spanien zu regieren. Ja, ich weiß, es ist mein Bruder. Reitet zu seiner Burg in Golpijera. Und nehmt Alfonso gefangen und bringt ihn mir, damit ich ihn überzeugen mag. Aber darf ich seine Burg platt machen? Dass Leon als Königreich ihm reicht. Platt machen, platt machen, platt machen. Oh, es geht weiter. Bist du mit mir? Bist du mit mir oder willst du mit mir kämpfen? Oder du? Oder du? Oder du? Oder du? Komm. Wohin geht's hier eigentlich? Eure Armee ist vollzählig. Seht! Oh. Es sieht! Na dann. Huch, was ist das denn? Das ist eine nette Armee. Mit der reite ich vor. Direkt, zack, zack, zum Erkunden. Perfekt dafür. Mit denen langsam vorrücke und mit denen natürlich auch. Jetzt sind zwar die ganzen Berge nur, natürlich, weil Spanien so viele Berge hat, weil wir natürlich in der Nähe von der Grenze an Spanien sind, wo dieses eine... Agora. Wie heißt das an der Grenze von Spanien, das Gebirge? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst hoffentlich, welches ich meine. Oder ihr seid nicht so gut in Geografie, ist auch okay. Auf jeden Fall
Agora. Es ist, oh, das sieht ja sexy Presto. Aus. Agora. Degrado. Mande. Si. Degrado. Agora. Also hier werde ich gleich mein Dorfzentrum aufschlagen. Zack. Presto. Agora. Agora. Degrado. Ah, der sieht vielleicht noch ein bisschen Scout Range, das wäre cool. Oh, hier hat er natürlich sehr schön. Presto. Presto. Boy. Lass ich den Seed auch nochmal auf mich scouten. Degrado. Nice. Ach, so viele Conquistador. Ah, ich mag Spanier zu sein. Da kann ich meine Villager upgraden und dann einen schönen Villager Rush machen. Oh, die Brücke sieht gefährlich aus. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas Ekliges auf der anderen Seite. Mal sehen, ob ich da micro kann. Oh, ist ja noch gar nichts. Oh, da ist was. Degrado. Mande. Sí. Interessant. Dann brauchen wir die, den da, Mande. Und die da. Sí. Mande. Die sind optional, die lasse ich mal hinten. Cazar. Blas construir. Shit, boy. Ausgezeichnet! Dies Gebäude ist der erste Vorgeschmack eures Ritterzugs. Ich übermittle meinen Dank und den Dank Kastiliens. Okay, das ist ja nett von dir. Ich weiß nicht, ob ich Stadtwache entwickeln sollte. Scheiß auf Stadtwache. Ich glaube, scheiß Holz. Ich hätte das Reh gar nicht schlachten sollen. Man. Ich glaube, dieser Armee muss sterben. Ja, wie auch immer. Let's see what this is. Presto, Mande, Santiago. Sí, sí, Degrado. Agora, agora. So, was könnte überhaupt tun gegen mich? Sí. Vielleicht noch mal oder? Degrado, agora. Mande, Degrado. Degrado. Agora. Santiago. Degrado. A ellos. A ellos. Agora. Nein, warum macht ihr mit solchen dämlichen Moves? Scheiße, das war's. Also irgendwie machen die echt dämliche Moves von uns, das ist dämlich, aber naja. Also ich merke schon, mein Vokabular wird auch nur besser, wenn ich mich aufreg. Immer schön schauen, los zurückziehen. Na, fuck, den hab ich gesehen. Ich muss sehr wieder rein, sobald ich so mache. Ne? Damit müssen wir reden. Oh Mann, ey, da sage ich gerade noch, dass es unpassend ist und was passiert, genau sowas. Warum sind diese scheiß Türme eigentlich immer noch am Leben? Ich muss mal sagen. Warum verreckt die alle irgendwie? Geht doch den Scheiß hier einfach mal. Mensch, Leute, enttäuschen. Das ist echt unglaublich, wie sie es geschafft haben, alle drei zu killen, echt. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Ich muss aufpassen. Okay, machen wir die ganze Farm ein bisschen. Oh, hallo, Dorfwohner! Hey, was machst du mit der da noch? Das soll ich überhaupt sehen. Presto, presto, presto. Mande, Degrado, Degrado. Santiago, Degrado. Presto, presto. Hey, weg, 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 weg. Oh, die müssen uns Mande? So unnötige Scheiße, das könnte ich fast neu starten, aber egal. So schwer wird es jetzt schon nicht sein, die erste Folge. Die erste Folge, die erste Runde. Micromanagement ist real hier. Weg mit dir. Puh. Das noch eins, oder? Weg mit dir jetzt. Hallo, du. Weg. Du. Weg. Du. Weg. Okay, das hat einfach keinen Sinn, dass ich so viel Namen sammle. Es ist einfach sinnlos. Total sinnlos. Ach, das finde ich geil hier. Warte mal, da lohnt sich. Oh, die Straße sehe ich doch. Hey, ich bin noch nicht blind. Kann ich nochmal ein Haus bauen? Ihr könnt alle Holz fällen. Das ist ja unglaublich.
Aber diese Straße sehe ich. Da schauen wir doch gleich mal, was da sich Weg nach oben. Wir haben von der Sitz-Gottesfurcht gehört und bitten mit Verlaub in seine Dienste treten zu dürfen. Let the gold begin to flow, würde ich sagen. Ja, es ist sogar perfekt, um meine Einheiten hochzuheilen. 1A, so müssen die Mönche hier stehen. So, und ich lasse mir mal Dauer ausbauen. So, mehr Häuser, wie jedes Mal Häuser. Könnte sogar schwer werden jetzt mit den Mönchen auch noch dabei. Aber gut, wir machen jetzt erstmal einen Full Heal. Und die lassen mal kurz die Villager snipen, die mittlerweile da sein sollten von dieser dämlichen KI. Sehr schön. Hallo, wie schmeckt dir die Nahrung? Hat Spaß gemacht, die Nahrung zu sammeln? Sehr schön. So. So schnell geht eine Armee wieder voll. Talar, talar, servidora, voy, talar. Construir. Ah, ich sperre mich doch nicht selber aus. Construir. Talar. Hey, ich habe bald sogar genug Häuser vielleicht mal. Wäre das nicht toll. Juchi. Jetzt gucken wir nochmal, was ist hier jetzt noch weiter los. Und da hat immer noch drauf wohnen. Oh, was machst du denn mit dem Fisch? Das ist ein Tribut für mich. Nehme ich nicht an. Ich bin nicht weg so. Oh, stell dir mal den Schisser an. Er hat's mitgekriegt und hat direkt abgegradet. Hey. Das wollte sich nicht so gefallen lassen. Was mach ich denn da jetzt? Oh, scheiß drauf. Rampage hier, please. 3. Hierher, okay. Noch zwei weitere Häuser. Konstruir. Konstruir. Talar. Agora. Wenn man wenn wir die beiden Häuser gemacht haben, können wir schon unsere ersten zwei neuen Dorfwohner machen. Okay, das ist natürlich beeilen. Okay. Das könnte nach und nach down gehen derweil. Dorfwohner. Den brauche ich. Machen wir einfach jetzt mal Micromanagement. Ja. Ich muss das wieder probieren. Okay, dann machen wir jetzt weiter hier mit Häusern. Konstruier. Natürlich genau die zwei Plätze jetzt eingenommen, die frei waren. Obwohl, warum laufe ich mit dem zurück? Ich kann mir endlich jetzt noch mehr bauen. Uhuhu. Wo ich die ganze Nahrung habe. Talar. Na gut. Plagol, Talar. So, jetzt brauche ich ja davon. Das ist sogar auch bald drauf. Das ist meine Sorge. Lass es mal, die will ich haben. Schön. Wow, sehr schön. Ja. Ich will doch nur Holz. Ich tue doch nichts. Okay, ich habe nicht mehr genug Holz für mich. Naja gut, es scheint jetzt eh nicht so eine große Wirtschaftshilfe zu sein, obwohl das ja jetzt eigentlich mein Vorteil ist. Das ist der Plan. Oh, er will in die Ecke von dem Tor laufen statt zum Tor, das ist natürlich schlau. Ja, da helft ihr doch gleich mal. Und ab 3 geht's. 1 4 zu 1. Hallo. Jetzt schauen wir nochmal, wo wir hier hinkommen. Vorsicht natürlich, nicht dass die Schaden anrichten. Bloß weg von diesem Turm. Ja. Lager. Oi, was macht denn dieser Typ da? Unglaublich hier wieder. Okay, aber das scheint es eigentlich schon bald gewesen zu sein. Oh, du kannst mir das. Zack. Sehr schön. Was brauche ich jetzt fürs nächste Zeitalter?
Genau. Plasme. Construir. Fangen wir mal an. Was gibt's jetzt hier hinten? Gut. Sonst haben wir alles. Sehr schön. Dann können wir auch einen Farm machen. Konstruieren. Ich weiß gar nicht, was ich muss einen Stein kaputt zu machen. Ich will liebsten einfach König einfach zukillen. Ja, was ist denn da? Zungen, oh Scheiße. You stole my conquistador. How can you dare... How dare you? So ging's. Konstruier. Konstruieren. Oh, schauen wir, wo wir die denn hin. Hallo? Hallo? Nett von dir, dass du auch mal vorbeischaust. So, guck dir die an. Das ist der Plan. Gegen die Wand laufen, das mag ich natürlich. Konstruier. Zack, zack, zack. Sie? Komm, ich muss jetzt nicht. Cool, komm, ich so mal ein Bucket. Irgendwie habe ich das gut platziert, das ist eine gute Konnektivität, sagen wir mal. Bin mir bis jetzt nur unsicher. Ah, ich glaube, ich muss einfach ein paar Belagerungswaffen machen, um ihn zu besiegen. Ich meine, der ist ja jetzt eh schon machtlos, aber wenn ich noch Belagerungswaffen habe, dann ist er eh komplett out of game. Konstruier. Mande? Konstruier. So, Stück für Mande? Stück für Stück werde ich jetzt hier meine Wirtschaft aufbauen. Der guckt immer so schnell, wie ich in nächster Zeit hatte. Bin. Hoffe ich zumindest, weil bis jetzt habe ich immer noch gar nichts. Außer Gold. Gold habe ich ohne Ende. Konstruier. Servidora? Konstruier. So, ganz entspannt und ganz cool machen wir das hier. Degrado. Die lassen wir dann einfach weiter ragen, damit er... Also ich glaube, er hat jetzt wirklich gar keine Dorfbewohner mehr, so wie ich das jetzt sehe. Aber was ich noch reichlich habe, ist... Ja, Holz nicht, aber... Habt ihr das jetzt Gold? Jedes Holz muss man hier betteln, ist ja unglaublich mit euch. Mande? Da hinten ist gar nichts. So. Presto. Ich erlaube euch jetzt diese Stelle zu verlassen. Sí, talar. Upsa. Voy cultivar. Das war vielleicht dämlich, aber egal. Servidora. Construir. Und wir dürfen hier ein Holzfällerlager aufschlagen. Zack, zack, zack. Also der verliert jetzt schon schneller Punkte. Blöd, dass ich keine Gebäude einnehmen kann. Das wäre natürlich dann noch das Top-Ultimate. So. Aber so geht's jetzt auch erstmal. Was macht ihr eigentlich da? Das ist echt interessante Strategien hier, aber ich weiß nicht genau. Den oder den Baum, ey, warum fällst du den vierten Baum vom Holzfällerlager aus, obwohl drei Bäume direkt daneben an sind, vier sogar. Unglaublich hier wieder. Ich glaube, das ist eigentlich anders gedacht. Ich glaube, also entweder... Oh, ich mache da jetzt so ein Zeichen. Ups. Aber egal, was auch immer das sein soll. Halbes Y. Ich würde am liebsten einfach mal eine Ritter reinschicken und die ein bisschen da ragen lassen, aber... Wenn es nirgends anders geht, dann geht's auch da. Schrecklich, dass wir keine Mühle haben. Das könnte ich eigentlich mal machen. Zack, zack. Gleich haben wir unsere Mühle. Können wir ruhig halt einfach auf die Häuser ballern lassen. Die machen da echt eine super Arbeit, muss ich ihn lassen. So. Habe ich jetzt wenigstens auch gleich meine Mühle, die nötig ist. Mühle ist immer nötig, selbstverständlich. Was zum Geier ist dein Scheiß? Du bist unglaublich. Du bist unglaublich. Konstruiert. Gut, dann machen
hier noch ein bisschen. Haben wir es nach dem Show oder brauchen wir da noch was? Ja, das ist mal nach dem Dorf. Naja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Ein bisschen muss die Wirtschaft noch entspannen. Fuck it, Gold. Warum mache ich Goldsammler? Ey? Bin ich nicht völlig retarded? Konstruir. Servidora, Plasma, Konstruir. Maximum Effizienz. Muss natürlich auch da sein hier. Da ist sogar noch ein Reh, ich habe noch nicht alle gekillt am Anfang, ohne zu warten. Super. By the way, ich habe sogar mal die Schwierigkeit ein bisschen hochgedreht. Aber du bist... Spiele ich nicht mehr auf Standard. Weil auf absolutem Schwierigkeitsgrad ist es einfach ein bisschen sinnlos. Und schaffe ich's? Nee. Ein Dorf, und dann geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Mach Kaserne. Das ist ja auch mal. Warum zum Geil mache ich das nicht schon längst auf schnell? Ist aber echt langsam Zeit hier. Oh Gott, ich hasse wirklich... Das ist natürlich immer das Problem, das ich immer noch habe. Wenn ich einfach vergesse, meine Gebäude zu bauen. Ach, ich schäme mich ja so. Presta. Okay, was gibt's denn jetzt hier alles zu sehen? Agora. Gibt's hier eine Schmiede? So. Mande. Construir. Mande. Talar. Presto. Konstruiert. Oh, hier erstmal hier mal ein Gebäude. Na ja, gut, dann wenn wir schon dabei sind, dann können wir jetzt gleich mal alles upgraden hier. Presto. Servidor. Presto. Talar. Servidor. Ja, das ist vielleicht auch interessant. Ja, wo hier hin? Servidor. Schön. Presto. Konstruiert. Presto. Konstruiert. Perfekt. Exzellent. Und das muss dabei sein. Nicht zu vergessen. Warum nicht? Warum nicht? Also das haben wir auf jeden Fall nötig. Zuchtauswahl. Presta. Gut. Boy. Konstruier. Okay. Hier viel Gold, ist ja unmenschlich. Hat der viele Häuser, ist ja unmenschlich. Ach, bis wir im nächsten Zeitalter sind, können wir schon wieder alles erforschen hier. Welche Farm ist ausgelaugt? So. Jetzt brauche ich erstmal nur noch Holz. Ganz viel Holz. Ich brauche Ramm. Ganz viel Ramm. Rammen, die zu Balken sich biegen, sozusagen. Ich überlege gerade, wie ich die reinschicke. Könnt ihr so von hinten reinschicken? Vom Pistador. Naja, das muss fertig werden. Das ist lang genug hier rumgehangen ist in dieser Map. Pescar. Hier schön tiefen Fisch sammeln. Perfekt. Ta-ta-la. 160 Holz sind das. Okay. Ach ja, ich sehe schon, ich habe richtige Holzprobleme hier. So. Ich würde mehr Dorfwohner machen, habe ich auch nicht genug Holz für ein neues Dorfzentrum. Jetzt habe ich den ganzen Rest im Überfluss. Ich kann es mir leisten. Ach, egal, ich einfach aufs Tor los. Wer bin ich denn eigentlich? Agora.
Santiago. So, dann mach ich mal die andere kaputt. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt... Oh, die Arme hält aber viel aus. Wir müssen aufpassen, Kongs. Der Rammen. Der Ultimate, der Rammen-Spam. Das oder nie. Brauche mehr Rammen. Mehr Rammen. Na, die Tore halten aber echt viel aus. Das ist das super Spezialtor von Deluxe 4000. Naja. Ausnahmsweise glaube ich das Thema auch noch, aber gut. Die haben wir hier gleich kurz. Das ist morgen Festball. Dann haben wir gewonnen. Jetzt brauchen wir wieder Häuser. Ah, in der LC-Kapage hat man wenigstens bei 100 maximalen Spielraum. Das ist doch was. Das Spiel wird besser und besser. Super. Das gefällt mir doch. Armee, maximale Einstellung. Upsa, hey, ja. Was wird das jetzt rausgezogen? Weg mit dir. Weg damit. Ich muss sterben. Weg. Der Dorfwohner, der reißt. Der macht hier die ganze Arbeit. Der Mörder meine ich, dieser blöde Turm. So, lässt du vielleicht mit meinen Kongs verhandeln, Mr. Alfonso. Was sagen Sie dir? So, mein Bruder wünscht ein Wort mit mir. Da ihr mir keine Wahl lasst, werde ich mit euch zurückreiten, um ihn zu sehen. Das dachte ich mir doch. Okay. See. Ja, jetzt bin ich auch verbündet mit ihm. I don't think so. Pisser. Presto. Hier ewig mein neues Programm gemühen lassen, weil ich keine Rammen habe und dann einen auf. Ach nein, jetzt bist du mein Freund tun. Heute nicht. Ich habe ein komisches Gefühl, dass der assassinated wird, von dem her speichere ich. Gut. Schön weiter so machen. Wir verstehen sehen ja schon. Seine Stadt super. Aber es gibt auch für jeden ein bisschen was. Oh, das ist interessant, schau. Und wer ist das eigentlich? König Sancho, der baut sich auch noch auf. Interessant. Gut. Boah, er klaut mir mein letztes Reh. Du Mieser! Jaaar! Warte mal. Jaaar! Zack. Ach, das sollte ich hier heute nicht machen, nicht wenn er an seiner Burg steht. So viel dazu, ich riech, dass irgendwas schief gehen wird, ne? Würdest du jetzt vielleicht langsam mal... Die Ziele haben sich geändert. Ja, ne, sie muss gar nichts bringen, ey. Ich bringe ihn. Auch wenn Elsie und ich eine Person sind, eigentlich. Muss da wirklich El Cid dabei sein? Dein Scheiß Ernst. Boy, ist das ein harter Scheiß. Seht ihr, wie lange ich brauche? Wie lange kann man eigentlich brauchen für so ein simples Szenario? Ist ja unglaublich. So früh habe ich es mir immer gewünscht. So, oh, mal ein bisschen weniger kämpfen. Und jetzt habe ich extra geübt. Und was passiert? Ich kriege natürlich das einfachste Szenario wahrscheinlich im gesamten Spiel oder so. Herrje, was mache ich nur falsch? Ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem lang muss. Ich glaube wirklich, dass ich dahin muss. Wer sind eigentlich die Leibeigenen jetzt noch? Und das König Sancho's. König Sancho, okay. Sehe ich. El Cid, wir hörten, ihr seid König Sancho's Elitekämpfer. Oh. Wir stehen zu eurer Verfügung. Ja, das hätte ich früher wissen müssen. Ach, Leute. Was macht ihr nur wieder, ey?
Seht ihr diese übergroßen Farben? Die sind irgendwie echt krass. Ich meine, die können eigentlich gar nicht so existieren, aber sie tun's. Fuck that. Okay, jetzt komm. Gib mir den scheiß Sieg. Gib ihn mir. Wo muss ich denn hin mit denen, ey? Turnierplatz. Okay, Turnierplatz. Das ist was anderes. Ja, dann. Ja, dann. Hahaha. Immer noch nicht vorbei. Yeah. I did it. Guys. Ich freue mich auf nächste Obwohl Folge. Obwohl der Cid Alfonsos Truppen im Kampf besiegte, wusste der verschlagene König, dass es andere Wege gab, einen Krieg zu gewinnen. Alfonso lockte seinen Bruder Sancho unter einem Vorwand zu einem geheimen Treffen am Fuß der Stadtmauern Zamoras und ließ ihn in der Nacht ermorden. Nach dem Tod seines Bruders wurde Alfonso König von Leon und Kastilien, der mächtigste König im gesamten christlichen Spanien. Obwohl der Cid König Alfonso nicht traute, hatte er doch geschworen, seinem König zu dienen, und dieser Mann war nun Alfonso. Der Cid zwang König Alfonso, einen Schwur auf heilige Reliquien zu leisten, dass er nichts mit dem Tod Sanchos zu tun hatte. Dies schwor ein nervöser Alfonso vor seiner Armee und seinem Hof. Der Cid trug hierdurch dazu bei, Alfonsos Anspruch auf den Thron im Herzen des Volkes zu festigen, denn dieses vertraute dem Cid vollkommen. König Alfonso erkannte den Dienst nicht, den der Cid ihm erwiesen hatte. Stattdessen nahm er es dem Größten seiner Ritter übel, dass dieser an ihm gezweifelt hatte. Mit Missgunst und Argwohn betrachtete Alfonso auch das Ansehen des Cid bei den Soldaten und dem einfachen Volk. Immer wieder schickte er den Cid in gefährliche Schlachten, aus denen dieser jedoch stets als Sieger hervorging. Nicht zu laut? Ja gut, dann schauen wir uns kurz die Militärstatistik an. Warum habe ich 13 Einheiten verloren? Wann habe ich 13 Einheiten verloren? Ah, krasse Geschichte auf jeden Fall. Okay. Der hat es auf jeden Fall verkackt. Er hat mehr Einheiten verloren, als ich auch getötet habe. Was zum Geier. Harter Typ, ey. Vielleicht wegen Bekehrung oder so. Ja, guck dir das an, ey. So sieht es nämlich aus. Okay, gut, da kann man nicht viel zu sagen. Das sagt eigentlich alles. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, wo ich auf jeden Fall wieder gewinne.